Gott. Und der Film ist noch in unserer Sammlung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Forest. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin hier immer noch in der Höhle. Die ist jetzt aber einmal komplett wirklich abgesucht worden von uns. Ich habe das nochmal überprüft. Nicht, dass wir irgendwo einen Abgang übersehen haben. Aber das ist hier wirklich jetzt alles. Deswegen kam auch das letzte Mal To-Do-Liste aktualisiert. Zack, das heißt, wir verlassen jetzt hier die Höhle. Und ich habe hier nochmal rote Farbe gefunden und ich würde gerne nochmal zurück zu dem eingeborenen Lager und mal was ausprobieren, ob die Farbe wirklich uns schützt. Das würde mich jetzt mal interessieren, bevor wir dann weitergehen und die nächste Höhle suchen, die wir noch nicht erforscht haben. Außerdem brauchen wir noch Knochen. So, ja. So, jetzt würde ich erstmal Feuer. Auf das neue Pflanze entdeckt. Warum das? Okay. Haben wir noch was zu essen? Verdorben. Nein. Snacks haben wir noch maximal. Okay. Gut, dann schauen wir mal auf unserer cleveren Map. Zack, wo sind wir überhaupt? Können ja gar nicht so weit von dem Lager eigentlich weg sein. Da sind wir. Okay, krass, und da kommt eine ganze Schar. Nee, das ist doch unsere Chance. Feuerzeug an. Wobei, wir können schlafen. Wir können überall schlafen. Wir haben ja so eine Modifikation. Damit können wir überall schlafen. Damit sollte es wieder hell sein. Perfekt. Und es sind wirklich Eingeborene im Lager. Das heißt, Abmarsch. Ich möchte das mit der... Haben wir die Farbe noch? Schade, man sieht es nicht. Ja doch. Okay. Also rote Farbe haben wir noch. Bin ich gespannt. Also zwei gelbe Flaggen. Wie gesagt, die im Lager, die Farbe habe ich auch mal auf gelb geändert. Hat auf jeden Fall nichts mit der Wasserhöhle zu tun. Ich denke mal, zu der müssten wir auch laufen. Genau, und da gibt es echt viele Ureinwohner wieder. Ein Hase. Müssten auch vielleicht noch auf die Jagd gehen, um irgendwas zu essen zu holen. Wir haben nichts außer Snacks. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, wir bereuen es nicht. Aber no risk, no fun. So ist nun mal das Leben. So. Oh oh. Ich höre schon wieder einen Stampfer. Greifen die mich an? Ja, die greifen mich tatsächlich an. Nichts ist mit Schutz. Und ich habe einen Stampfer gehört. Warum greifst du mich an? Na gut, das glaube ich. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Okay, unsere letzte Rüstung wurde weggekloppt. Wir haben keinen Schutz mehr. Das ist so nervig. Oh.
machen die? Jetzt sammeln die sich oder was? Hallo Bambi. Was machen die? Boah. Jo. Guten Tag. Aber das war jetzt kein Angriff, oder? Die sind einfach nur gerannt. Okay. Klettermeister. Rennen sie hin und her. Der dahin, der Blutige, der ist der Einzige, der mich jetzt bis jetzt angegriffen hat. Wo ist die Flagge? Da. Notfalls. Falls es zu much wird. Da läuft er. Da ist Stampf. Oh, Stampfi und Muschiklaus. Stampfi und Muschiklaus. Ab. Greift nicht an. Also Mutanten, die werden so oder so angreifen. So, da hinten läuft Stampfi. Mal gucken, ob wir den erwischen. Wäre natürlich richtig nice. Muschiklaus ist direkt daneben. Boah, da kommt jemand. Weiß nicht, ob ich getroffen habe. In Ruhe. Mann. Stampfi kommt gerade angerannt. Oh, die bekämpfen sich ja selber. Oder? Au. Und ich höre Stampfi. Okay. Erstmal Rückzug. Tschüss. Aber zurück in die Höhle. Das ist ja, boah. Die spinnen ja wohl. So. Erstmal ein bisschen Medizin nehmen, erstmal was trinken. Was haben wir denn hier? 5 Rüstungen. Tarnrüstung. Echsenhaut. So. Sind wir etwas geschützt wenigstens. Kann man? Haben wir? Das können wir nicht machen, okay. Dann entferne dies. Das müsste aber gehen, oder?
Okay, ich habe nichts gesagt. So, mehr geht nicht oder alle Zähne sind verbraucht? Ich weiß es nicht. Wow. Das ist ordentlich. Können wir noch mehr? Gut, mehr scheint da nicht zu gehen. Können wir noch... Das geht doch auch mit Federn, oder? Aber nicht bei der Waffe. Okay. Nicht so schlimm. Wir versuchen mal unser Glück. Stampf hören, wie wir den Stampf hören. Oh, ich hoffe, ich bereue es nicht. Jetzt ist Ruhe. Willst du mich verarschen? Auf maximal Damage ausgebaut unsere Axt und jetzt ist Ruhe, oder was? Map. Auch kein Ureinwohner. Was ist denn hier los? Können die einfach despawnen? Gut, wie gesagt, die rote Farbe bringt nicht wirklich Schutz, habe ich so das Gefühl. So, die Axt macht zwar Damage, aber ist echt langsam in der Handhabung. Gut, wir schauen jetzt mal auf unsere Map, wo hier so die... Hier ist ein Cave. Da gucken wir gerade direkt hin. Das kann sein natürlich, dass wir dort schon waren. Wir klappern es einfach mal ab. Weil wenn wir jetzt soweit alle Caves haben, müssen wir dann langsam aber stetig die Vorbereitung treffen fürs Wintergebiet. Das heißt, unseren Wärmeanzug holen. Damit wir in das Kältegebiet können. Weil ansonsten kommen wir nicht wirklich mehr weiter. Okay, hier muss irgendwo eine Schwadrone an Ureinwohnern wieder sein. Das ist der Cave. Ja, da waren wir schon. Okay, der ist abgehakt. Ich glaube, danach sind wir nämlich rüber und hatten schon das Cockpit nämlich gesucht gehabt. Okay. Schauen wir. Okay, also unter uns müssen die sein. Solange sie uns nicht angreifen, alles gut. So, da oben soll der nächste Cave Eingang sein. Okay, schauen wir nach. Ich war gerade zu. Das ist wahrscheinlich dieser hier. Waren wir auch perfekt. Cave. Einfach geradeaus in der Nähe der des Höhlenloches. Okay. Aber wie ich uns kenne, waren wir da schon. Zack und zack. Huh. Irgendwie werden es immer mehr Totems, die in der Gegend auftauchen. Ich weiß nicht warum. So. Hier soll noch ein Höhleneingang sein. Ob das eine gute Idee ist.
Ja gut, das könnte hier unten drunter sein, ne? Weil hier ist definitiv kein Höhleneingang. Das kann natürlich sein. So, gut, dann. Genau auf der anderen Seite gegenüber. Zwei Stück, die haben wir auch. Hier in der Mitte hätten wir einen. Gut, dann gehen wir wieder ein Stück zurück. Wenn uns das überhaupt möglich ist. Sind jetzt cleverweise hier runtergesprungen und kommen da nicht mehr hoch. So, genau, immer gerade darauf zu. Dann diese sein, den hatten wir auch schon. Genau, und hier sollen noch Passagiere sein. Tatsächlich. Haben wir die schon? Die haben wir schon. Die werden zumindest nicht mehr aufgeschrieben. Okay, 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 okay. Überall immer diese Totems hier, ey. Gut, Next Point. Hier hätten wir noch eine Höhle. In diese Richtung. Das könnte die gelbe sein. Ja, da waren wir vorher schon, glaube ich. Wir gehen das hier mal Stück für Stück, gehen wir das ab. Um jetzt ja keinen Höhleneingang zu verpassen. Okay, wir sind Ureinwohnerdorf. Und hier gibt es was zu sprengen. Ja, sehr gut. Dynamit. Okay. Hier ist irgendwo ein Mutant. Wir sprengen hier das trotzdem. Wow. So, was gibt es denn hier? Seil, Munition. Und das war es, so wie es aussieht. Gut, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Oh Mann. So, wir schauen nach. Wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Hier. An der Einhöhle sind wir schon voran vorbei. Okay, waren wir auch schon. Markierung ist gesetzt. Oh Gott. Der fehlt uns noch in unserer Sammlung. Der fehlt uns noch in unserer Sammlung. Hallo, lass mich doch mal hoch. Er hat uns gesehen, oder? Hi! Wir versuchen es mal mit Pfeil im Bogen, so Glück. Nicht fallen, nicht runterfallen. Aua. Aua. Er hat zum Glück nichts von unserer Rüstung weggezackt gerade. Hi. Hi.
Hi. Bleib mal entspannt. Redet man so mit Gästen? Oh, er ist zusammengebrochen. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pfeile. 7 Pfeile. Lohnen sich noch ein. 8 Pfeile. 9 Pfeile. 9 Pfeile und der ist hinüber. Oh ja, sehr schön. Dankeschön für deine kleine Spende. Sehr schön. Ach, der, und der fehlt uns ja auch noch in unserer Sammlung, ne? Das heißt für uns schmerzlich. Na. Aber wahr werden wir jetzt erstmal die Höhleneingänge jetzt nicht weiter absuchen. Was ist doch sein Kopf hier. Jetzt. Mann. So. Dann heißt es orientieren. So. Let's go. Hey, ich hab doch den Kopf mitgenommen. Nee. So einfach wusste mich jetzt nun auch nicht los. So. Zack. Unser dritter Mutant. Sehr schön. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht unterbrochen. Von Ureinwohnern. Das würde mir jetzt noch fehlen. Der fehlt mir in der Sammlung. Wir haben langsam Hunger. Deswegen auch gut, dass wir auf dem Weg sind nach Hause. Da ist alles voll. Da ist alles voll. Da können wir uns den Bauch vollschlagen damit. Ah, schön. Home sweet home. Ah, oh, so Seilrutsche. Mega. Ich muss jetzt dran denken, dass er hier die Pfeile ist. Ja, perfekt. Dann werden wir den mal zu unseren anderen zwei Mutanten hängen. Dann haben wir die Standardmutanten, alle drei jetzt mittlerweile in unserer Sammlung. Und ich denke mal, der Platz wird nicht ausreichen. Eieieiei. Boah. Na gut, es geht schon. Die kuscheln halt. Die haben sich halt ganz, ganz dolle lieb. So. Wir schlürfen was. Wir essen erstmal den Fisch. Nee, ich möchte den Fisch essen. So. Zack. So, wir haben hier nur noch einen Kopf zum Aufhängen. Passt der hier vorne noch hin? Oh, der eine hat sich schon umgewandelt. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht die Sonneneinstrahlung? Keinen Plan. Gut, dann würde ich sagen... Also, ja, wir gehen erstmal Blanchi machen, waschen die rote Farbe weg. Das hat nur gebracht. Komm ich jetzt hier? Jetzt komme ich hier auf einmal hoch. Jetzt komme ich auf einmal hoch und. Ah, die Wagen kriege ich. Dass man hier aber auch nichts irgendwie schlagen oder so zerstören kann. Ist auch so nervig. Wir haben drei Wagen hier unten, echt. Ah, das ist. Das ist. Ärgerlich. Ärgerlich. Gut. Dann. Für den krönenden Abschluss. Segeln wir einfach nochmal mit der Seilrutsche. In den Sonnenuntergang. Vorher gucken wir nochmal kurz auf der Map nach. Denn scheint mir so, als hätten wir jetzt den Großteil der Höhleneingänge erfolgreich schon durch. Den haben wir, glaube ich, auch. Das müssten wir überprüfen. So, direkt bei uns hier unten ist nichts. Ich sehe gerade, hier kommen ein paar Mutanten anscheinend hier zu uns. So, bei dem waren wir.
Der ist auch durchgecheckt. Die zwei hatten wir auch. Hier hätten wir noch einen Höhleneingang, den wir abchecken müssten. Genauso hier. Hier. Und hier sind auch noch zwei. So, und das werden wir dann auf jeden Fall dann in der nächsten Folge mal abchecken, ob wir auch schon bei diesen Höhleneingängen waren. Wenn ja, heißt es dann abvorbereiten für das Wintergebiet. Das heißt, wir müssen Felle sammeln für den, ja, den Wärmeanzug, dass wir in das Schneegebiet können, dass wir dort auch länger aushalten können. In dem Sinne sind wir am Ende mit dieser neuen Folge von The Force. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.